So. 1, 2, 3. Auf los geht's los. Und los. Wie geht's dir, Skoppel? Aber gute Rüstung hat der Vagabund auch, ne? Oder meine ich das nur? Ich habe heute mal den Vagabund genommen, weil der hat schon von Haus aus die perfekten Stats für mich. Moin Joe. Joey Joe. Joe ist ja gar kein Sub. Gibt's ja gar nicht. Oh, nachher noch Friseurtermin. Nice. Ich bin ultra gespannt, ob das heute besser läuft mit einer +4-Waffe, mit dem PvP-Suchen. Ich glaube da irgendwie noch nicht so dran. Aber ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren. Hat das jetzt mit Discord eigentlich funktioniert, Skoppel? Hast du noch nicht gefragt? Aber ist komisch, wenn du dir Discord runterlädst, dann kannst du ja einfach einen Account machen. Auf dem Handy oder whatever. Und dort dem Server eigentlich beitreten. Also dafür. Da ist auch keine Altersabfrage oder sowas. Also muss ich da nicht registrieren mit deinem Perso oder so. Nein, du kannst. Okay, gut. Komik. Du kannst es nicht runterladen. Ah. Und am PC vielleicht? Gibt's nicht sogar Discord für die Switch? Ne, Twitch gibt's für die Switch, ne? So war das. Kein Plan. They serve at you. I can play turning route 80. You need her to the foot. Then summon me. Ah, I bequeath. It will sub torrent. Treat him with. Dann habe ich jetzt bestimmt auch nicht mehr so Schiss, dass ich hier von den Gegnern getötet werde direkt am Anfang, weil ich eine Rüstung anhab. Das ist auch viel besser. Na, viel besser ist auch wieder nicht, aber ein bisschen besser. Sagen wir es mal so. So. -4 Sekunden. Sehr gut, so kann es bleiben. Alter, das hatte ich glaube ich auch noch nicht. Stream ist 5 Minuten an, 6 Zuschauer. Chillig. Bei dem brauche ich mal ein bisschen Luck, dass der mich nicht angreift wie ein Wilder. So, hier den goldenen Fuß. Für Mogwin später. Ich habe auch ein bisschen was an meinen Splits angepasst. Da sieht man dann genau, wann ich was mache. Ist für mich eine Hilfe und auch für euch ein bisschen besser zu verstehen,
was ich als nächstes mache. Einmal ist immer das erste Mal, ja. So, jetzt als nächstes Halbinsel Atreen. Drei Tränen einsammeln, das Blutfett holen. Turtle-Schild nehme ich ja nicht mehr. Das ist einfach nicht worth, weil ich nicht so viel Kondition brauche. Also ich werde bis ganz zum Schluss gar keine Kondition skillen. Daher war es eine nette Idee, aber eigentlich bringt es mir nicht so viel. Ich reite die ganze Zeit und wenn ich kämpfe, komme ich mit meiner Kondition eigentlich richtig, richtig gut klar. So, hier ist jetzt wichtig, dass ich den Steinschwertschlüssel bekomme und nicht von dem Ding da getroffen werde. Das kann nämlich ab und zu mal passieren. Schon mal geklappt. Na, oh, das ist mir auch noch nicht passiert. Und weiter. So, Halbinsel ertreten, den Weg kenne ich mittlerweile auch auswendig. Ich überlege beim ersten Mal, wie ich hier gesucht habe nach den Kirchen. Skoppel, erinnerst du dich? Gesucht wie ein Wilder nach diesen scheiß Kirchen. Dann ist das so easy, eigentlich. Ihr musstet mir immer helfen. Das habt ihr doch gerne gemacht. Ey, ohne euch, dich, Nobunaga, Belia, wäre der ganze Run hier nicht möglich gewesen. Ne? Also, Leute, falls ihr das auf YouTube seht, nochmal ein dickes Shoutout an Skoppel, Nobunaga und Belia, die mir ultra geholfen haben. Die haben im Prinzip den Run aufgebaut und mir gesagt, wie ich was machen soll. So viele eigene Ideen hatte ich da jetzt nun auch nicht. Wrongport gelernt. Host Vulkan Skip gelernt. Also, dicke Shoutout. Geht da auf jeden Fall raus. Ich kann mir vorstellen, dass es hier zur Brücke oder über die Brücke noch einen schnelleren Weg gibt. Müsste ich eigentlich mal gucken. Das habt ihr gerne gemacht, sehr schön. Das freut mich. Helfen ist ja was Schönes, das stimmt. Aber auch nur, wenn der, dem geholfen wurde, das auch zu schätzen weiß. Sonst macht es keinen Spaß. Wenn ich den Run bald so einigermaßen drauf habe, dann werde ich versuchen, weniger Tränen einzusammeln. Oder vielleicht mal diesen ganzen Start hier skippen, ohne Tränen. Immer wieder mal was probieren und was weglassen. So, und als nächstes geht es dann nach Raya Lucaria, sobald ich hier die Tränen eingesammelt habe. Zack. Zurück zum Tor und minus 10 Sekunden. Das schmeckt doch. Kommst gleich wieder, bis gleich. So, jetzt geht's hier hoch.
Ich habe extra Raya Lucaria geschrieben, damit ich nicht wieder vergesse, dass ich bei Raya Lucaria die Gnade einsammeln muss. Das vergesse ich nämlich immer gern. Ich sag mal so, die erste Stunde, so bis ich den Wrongport mache, ist relativ langweilig. Aber was heißt langweilig? Man sieht schon einiges, aber da haben wir noch wenig Action. Die richtige Action geht echt erst los, wenn ich im Faro Mazula bin und dann anfange, Bosse zu killen. Aber dann wird es auch richtig spannend, weil damit steht und fällt der Run. Also eigentlich steht und fällt der Run mit dem PvP-Scheiß, aber. Naja, mal schauen. Vielleicht geht das ja diesmal echt viel, viel schneller. Und dann ist die Frage, wo soll ich PvP einsetzen? Lyurnia oder Leyndell? Weiß noch nicht so genau, was da besser ist. Es gab mal einen Dark Souls Speedrun, der basierte auf Drop Luck. Da bist du direkt in den Finsterwurzgarten gelaufen, hast dort den dunklen Ritter besiegt und hast gehofft, dass seine Glaive fällt. Ich hätte ja mal Bock, so nach diesem Prinzip auch mal einen Run zu machen. Eine sehr seltene, sehr starke Waffe zu suchen. Und dann alles davon abhängig zu machen, ob die droppt oder eben nicht droppt. Würde ich ganz geil finden, irgendwie. Aber das wäre natürlich übel lackbasiert, ne? Da müsste ich bestimmt sehr viele Runs auch immer wieder neu starten. Jetzt sammle ich schon mal die Gnade ein bei der Rosenkirche. Da gibt es nämlich eine Gnade, die sehr nah ist. Die ist ein bisschen versteckt hinter dem Berg da. Und dann geht's hoch zu Raya Lucaria und dann zu Eji. So, und hier da vorne ist sie schon. Das ist am Steinpavillon die nächste Gnade zur Rosenkirche. Glaube ich zumindest. Hier einmal aktivieren für später, wenn ich die wahre Questline mache. Jetzt einmal zu Raya Lucaria hoch. Dort den Split machen, die Gnade holen.
Jo, Nemo, danke für den Lurk. Hoffe, du hast auch einen schönen Stream. Ich mach schon mal einen Split. So, heute verkacke ich den Sprung aber nicht. Ja, sehr gut. Das war schon mal das erste, wo ich ein bisschen geschwitzt habe. Jetzt geht's hier zum Drachen, hole ich mir den Schlüssel. Jetzt da oben kurz die Gnade holen. Die ist für den Wrongport später wichtig, wenn ich hier direkt hinwarpen kann. Jetzt gleich beim Friedhof nicht wieder gierig werden. Kenn mich. Einmal durchhuschen und alles mitnehmen, was geht, aber auch nicht zu gierig werden. Sollte reichen. Sind wir gleich schon bei Ichi? Könnte sogar sein, dass ich ein bisschen Zeit gut gemacht habe. Und dann die Treno-Meteorklinge. Okay, easy. Boah, gut Zeit gut gemacht sogar. Jetzt geht's einmal zur Tafelrunde. Da kaufe ich mir jetzt einmal die Glocke und den Dolch. Die Glocke brauche ich eh und den Dolch. Wenn ich schon mal da bin, lohnt sich auch für später. Hier oben gibt es die Stärketräne. Die brauche ich. Und dann geht es ab zur Meteorklinge. Und wieder viel zu laufen, aber es geht klar.
Die Träne hier macht, dass ich 10 Stärke mehr habe. Das lohnt sich dann schon extrem für später. Also bisher läuft alles 1A, Skoppel. Bisher bin ich sehr zufrieden. Muss ich sagen. Muss aber auch sagen, dass der Run, der da gezeigt wird, war auch ein Traumrun, ne? Lief auch alles sehr gut. Bis auf die Bosse am Ende. Bei dem kann man schon mal Pech haben, dass der einen übel stark angreift. Glück gehabt. Ja, das wird auch spannend, ne? Ob ich mit der +4-Waffe Margit und Gotrek easy besiege. Da hast du recht. Das wird spannend. Aber dafür würde ich ganz viel Leben haben. Das sollte dann schon klappen. Und nochmal 10 Stärke drauf. Also, ich denke schon, dass ich das hinkriege. Ich meine, selbst eine +4-Waffe ist ja immer noch viel stärker als das, was man normalerweise da hat. Also du findest normalerweise Dunkelsteine 1 +2 für Margit und Godric, aber nicht 3 und 4. Und ich bin auch ein brutales Level, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ein Level wird ja brutal hoch sein. Gottfried kann ich tatsächlich viel besser als Margit. Margit ist echt irgendwie ganz komisch, weil der hat schnelle Angriffe und langsame Angriffe. Und ich check einfach nicht, wann er was macht. Bei Gottfried, die Angriffe sind immer langsam und ich kann auch den meisten ausweichen. Ich bin gegen Gottfried viel besser als gegen Margit. Gottfrieds zweite Phase ist halt dann auch free mit dem neuen Trick, den du mir verraten hast. Ach, Margit, ich weiß nicht, da werde ich nicht warm mit dem Typen. Ganz komisch. Ja, wird auf jeden Fall spannend gleich bei Margit und Gottfried. Das stimmt schon. Bin auch sehr gespannt, wie es wird. Könnte der übelste Reinfall werden, ne?
Und du das nicht machst, so nicht klappt, ja. Also das Ganze jetzt mit der neuen Taktik, mit nur einer plus 4 Waffe zu kämpfen, machen wir natürlich nur, damit die Invasionen besser klappen, ne? So, das ist klar. Wenn die Invasionen trotzdem schlecht sind, dann bringt das alles nichts. Das ist ja das, worauf wir setzen, ne? Dass das dann wirklich besser wird. Aber ich würde den Run heute einfach mal gerne beenden, damit meine Zeiten da oben mal gespeichert werden. So, die Gnade brauche ich aber nicht mehr. Ich muss hier nie wieder hin. Das habe ich ja letztes Mal gesagt, ne? Da oben den Achter. Scheiße. Komm runter. Doch, der hat sich ein bisschen geziert heute. Der wollte heute nicht so richtig. Das Käferchen. Also es kann schon sein, dass die Splits nicht ganz perfekt sind, weil ich teilweise jetzt was anders mache als früher. Es kann also schon sein, dass ich hier und da vielleicht jetzt mal rote Zahlen habe, obwohl ich eigentlich insgesamt schneller bin, weil ich vorher schon Aufgaben absolviert habe, die ich erst später mache. Oder die ich im letzten Run erst später gemacht habe. Deswegen nicht wundern, falls da mal rote Zahlen sind. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Bisher. Ich kann aber nicht ganz genau sagen, was ich jetzt gemacht habe, was ich vorher nicht gemacht habe. Vielleicht den Umweg zu Raya Lucaria, ich weiß es nicht. Habe ich erst Fort Faroth gemacht und 8 und 9 später geholt? Das kann auch sein. Ganz genau kann ich es nicht sagen. So, die 7.500 hier nehme ich auf jeden Fall mit. Die lohnen sich. Gibt es so eine Tür, ne? Gibt es hier keine Tür irgendwie? Wie kommen wir denn? Ach, hier ist eine Leiter. Ah, ich bin eh tot, egal. Da ist die Frage, ne? Mache ich da diese. Ach, das war jetzt wieder ein kleiner Fehler, was macht nichts. Ja, wenn es nicht mit den Invasionen klappt, dann ist sowieso alles scheißegal. Skoppel, da hast du recht. Also, wenn es heute nicht mit den Invasionen klappt, dann können wir es vergessen.
muss mit den Invasionen heute klappen. Ach, 50 Minuten zu Mario Kart, sehr gut. Perfekt. Musste leider ein Lockout machen, da waren Gegner. Diese scheiß Libellen. Macht aber nicht so viel aus. In-game zeitmäßig zumindest. Wonach ich ja gehe. Ich könnte sogar überlegen, von hier aus direkt loszureiten. Zu Fort Hyde.
Also Fort Hyde könnte man theoretisch auch einfach die ganze Zeit dem Weg folgen, oder? Dem Weg und dann später einen Knick nach links. Keine Ahnung, ob das langsamer oder schneller ist. Na Mann, das ist mir auch noch nie passiert. Der hat mir voll in den Kopf geschossen. Bleib doch mal unten. Nein, er kommt wieder mit. Oh. So, Haus Vulkan. Ist die Karia-Rüstung besser als die vom Vagabunden, die ich hier anhab? Skoppel. Oder kann ich die Rüstung, die ich hier habe, behalten? Ja, ist besser. Okay, nehme ich die. Und nur wenn der Umweg sich auch wirklich lohnt. Ja, okay. Ach man, immer dieser Kerzenständer.
Weg! Oh, das wär's jetzt gewesen, ne? Am besten zweimal von dem Sack hier treffen, ne? Das passt zeitlich. Nochmal, nochmal. Sehr gut. Sprung. Okay, gut. Jetzt auf RNG hoffen. Bitte, der tötet mich nicht und saugt mich ein. Komm, du willst doch auch. Nimm mich! Danke. Oh, Mann, Mann, Mann. So, jetzt bitte first try diese Scheißsprung. First Try Sprung. Bitte. First Try! Oh, ich bin auch so ein Dulli. Letztes Mal bin ich da auch schon runtergefallen, wie so ein Depp. Voll der Umweg. 20 Sekunden lost. Schaffe ich den Sprung und falle dann da runter. Perfekt. Boah, der Dolch, das lohnt sich so sehr. Die 800 Runen. So, jetzt First Try Sprung. Den habe ich bisher immer hinbekommen. Bisher habe ich den immer hinbekommen. Bitte, bitte, bitte. Es gibt immer ein erstes Mal. Ich kack ab. Na klar. Der Türsteher. Es war so klar, oder? Wenn ich es auch noch sage. Ich sollte einfach meine Klappe halten. Gejinxt, ja, ist so. Berichtig. Aber wie ich es gejinxt habe. Unglaublich. Na klar, ich komme noch runter, wird direkt angespuckt. Nimm doch! Also dieser Timer, der geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. Das dauert zu lang. So, heute First Try Wongport. Ist wieder soweit. Alter. Wieso habe ich auch so ein Glück, dass der Typ da steht?
Second geht ja auch. Nee, ich will schon First Try haben. So ist nicht. Sonst neuer Run? Nee, nee. Ich will den Run heute, also wenn PvP funktioniert, auf jeden Fall einmal durchziehen, weil du siehst ja, die Zeiten sind ganz komisch. Ich habe jetzt da plus eine Minute, obwohl ich richtig gut in der Zeit bin. Ich will das einmal updaten, weißt du? Dass da die richtigen Zeiten drin sind. Es gibt nämlich ein bisschen auf den Sack. So kann man gar nicht richtig nachempfinden, ob ich gerade besser bin oder nicht. Wegen der neuen Strategie und so. Ich könnte ja auch jetzt. Nee, 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 das lassen wir. Ah, First Try wäre schon gut, ey. Aber mir würde auch Second oder Third Try reichen, weil ich bin ja hier nicht auf Weltrekordjagd. Das ist ja nur für meinen persönlichen Rekord, ne? Und dann weiß ich, es gibt noch was zu verbessern. Gibt es sowieso immer, aber. Wäre insgesamt gut, ja. Schauen wir mal. Drücken wir mal die Daumen, dass es klappt. So, konzentrieren. Der war schon mal scheiße. Haben nicht gedrückt bekommen. First Fall schon mal nicht. Ich bin zum vier Glockentürme. Der hat gerade den Touchscreen irgendwie nicht benutzt. Ist komisch. Hat geklappt. Dritter Versuch ist okay. Der erste war scheiße, der zweite war übel scheiße, der dritte war gut. Willkommen in Farum Azula.
So, Gravitation kann mich heute mal gerne haben. Heute nicht, my friend. Rechts antäuschen, links vorbei. Das ist der Trick. Oha, da kommt noch einer. Ja, Mann, beim ersten Mal, das war so ein geiles Gefühl. Da habe ich es aber auch 30, 40 Mal probiert, ne? Darfst ja auch nicht vergessen. Da habe ich es echt erst beim 40. Try oder so geschafft, weil ich gar keine Ahnung hatte, wie es geht, ne? Ist dann schon ein geiles Gefühl, wenn es funktioniert. Moin, Stoner. Wie geht's dir? Krass, beim sechsten Mal direkt. Du hast ja wahrscheinlich auch einen Guide dazu oder so angeguckt, ne? Ich habe es ja nur anhand deiner schriftlichen Erklärung gemacht. Da war es dann schon ein bisschen schwieriger. Bestens. Das freut mich. Bei mir auch ist alles wunderbar. Versuche heute eine gute Zeit hinzukriegen. Mal gespannt, wie es wird. Bisher läuft sehr gut. Es steht und fällt wirklich mit dem PvP-Teil gleich. Wenn PvP direkt geht, dann wird's gut. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Nein, wieso den Drachentempel? Wird schon schief gehen. Ey, ich hoffe es auch. Jetzt kommt Margit. Margit ohne Godric. Ohne Rogier. Kann Reinfall werden. Ich habe die Arznei vergessen. Voll reingesprungen. Das einzig Gute ist echt, dass ich gut tanky bin gegen den. Sonst würde ich voll auf die Fresse bekommen gegen den.
Immer kommt irgendwo ein Pfeil durch. Ich komme da mittlerweile so gut durch und dann kommt da irgendwie ein Pfeil aus dem Nix. Zumindest First Try, ja, stimmt. Danke für den Lurker, Salah. Bin ich cocky, geh direkt rein. Ich gehe direkt rein. No risk, no fun. No risk, no fun, sage ich immer. Angriff hoch. Ich bin ja nicht gesprungen. Die Attacke ist immer gut für mich. Die Attacke ist auch immer gut für mich. Halftime. Wie lange er ausholt, ist unglaublich. Ich habe bei Margaret gepennt, ne? Ah, komm, mach mal einen Doppelklick. Ja, alles steht und fällt jetzt mit dem PvP. Ich sag es dir so, wie es ist. Alles steht und fällt mit PvP. Was sagst du, Skoppel? Funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Ich bin so sauer, wenn das jetzt nichts gebracht hat. Aber ich muss sagen, so viel schwerer war Margit und Godric jetzt auch nicht. Ob jetzt plus 4 oder plus 9 die Waffe ist, hat trotzdem reingeballert. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Wie lang dauert's? Und was ich machen könnte, wäre mir schon mal die Gnade holen in... Ja, das mache ich. Am Aufzug. Sag's aber, was klappt. Ich bin gespannt. Bin äußerst gespannt. Ich werde in der Zeit zum Aufzug latschen.
Ah, da kam bisher nichts. Guck mal, wie es auf dem Altersplateau ist. Da könnte ja sein, dass es, dass da mehr kommt, ne? Sagt ihr ja immer. Hä? Wieso muss ich absteigen? Wieso muss ich absteigen? Es hat geklappt! Skoppel, es hat geklappt! Skoppel, es hat geklappt! Altus Plateau geht sofort! Es hat sofort geklappt! Ich glaube, das ist es. Muss nur noch zweimal klappen. Also wenn ich absteige, weiß ich, dass ich einen gefunden habe. Ist ja auch chillig. Ja, nur einen bisher. Zwei brauche ich noch. Aber es ging ja gerade so ultra schnell. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Oben ist Boss, ich weiß, aber ich muss da durch. Was soll ich machen? Alter Vater. Oh, es hat geklappt. Zweiter. Ich glaube, hier ist gut, Skoppel. Ich glaube, hier ist gut. Also, falls jemand jetzt gerade nicht versteht, wieso ich hier so aufgeregt bin. Wir haben gestern. Wieso kann ich denn jetzt mein scheiß Pferd nicht rufen? Es hat direkt wieder funktioniert, oder was? Es hat direkt wieder funktioniert. Da haben wir es. Hier, das ist es. Das ist es, ich sag's dir. Null Komma null Prozent Zeit verloren, weil ich währenddessen andere Sachen gemacht habe. So machen wir das. So läuft der Run. Das ist der Run. Ich sag es dir. Du warst dir nicht so sicher eben, ob es klappt oder nicht.
Aber schade für Nobunaga und Belia, die dir das die ganze Zeit gesagt haben. Aber ja, ey, dass das so viel ausmacht. Ob du eine Waffe plus 9 hast oder eine Waffe plus 4. Hätte ich niemals gedacht, dass das so viel ausmacht. Never hätte ich das gedacht. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Kurz falsch gelaufen. Echt, Koppel, wir sind so gut in der Zeit, ne? Wenn jetzt Radahn First Try ist, dass Starfall Beast First Try ist, dann habe ich ein richtig, richtig gutes Gefühl. Der Baumwächter muss auch First Try sein, aber das ist er sowieso, wegen der Mimik. Leute, da steht zwar jetzt wieder eine Pluszahl, aber wir sind so weit voraus. Ihr könnt da minus 10 Minuten abziehen für das ganze PvP-Gedöns, was ich schon habe. Jetzt ist nur die Frage, ob ich gerade einen First Try mache. Gehe ich wieder Full Power rein oder nicht? Ich gehe Full Power rein. Was soll's? Da bist du stolz, ne, Skoppel? Ich hab was gemacht, während ich gesucht hab. So, Radahn First Try, bitte. Daumen drücken. War ich nicht weit genug? Doch, war ich. Wollte schon sagen.
Das war schon mal eine schlechte erste Runde. Fahr! Ach, fahr, lauf! Lauf, scheiß Pferd! Ja, vielleicht ein bisschen zu aggressiv, ey. Alter. Muss warten, bis die anderen Leute da sind. Und dann kann ich nochmal reinspringen. Das muss ich jetzt auch sicher machen. Wenn er schon fast tot ist. Kann es mir nicht erlauben, jetzt hier zu sterben. Nicht getroffen. Halsmaul. Hab ihn. Moin Papa TV, grüß dich. Bei mir alles gut, ich mach grad den Run meines Lebens, ich sag es dir. Bin grad echt auf persönlicher Bestzeit, richtig auf Kurs. Gravitation hat aber auch bisher gut mitgespielt, muss ich sagen.
Hat sich geheilt, was Schlechtes. Das war echt ein schlechter Fight. Hier ist auch immer gefährlich, dieser Sprung. Manchmal macht er nämlich keinen Long Jump. Wenn man Pech hat. Jo, viel Spaß beim Sport wünsche ich dir. So, Haus Karia. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo auf dem Weg schnell noch einen Dunkelschmiedestein, oder? Würde es da nicht Sinn machen, mir den zu holen? Ich glaube sogar, es würde Sinn machen, wenn ich mir ganz am Anfang direkt 1 bis 4 doppelt kaufe. Dann muss ich da nicht später nochmal hin zu Ichi. Ah, ich muss eh nochmal zu Ichi wegen dem Siegel, stimmt.
Also für jeden, der Haus Karia mal machen will, das ist echt einer der einfachsten, ich sag mal, Dungeons. Das ist echt einfach die ganze Zeit dem Weg folgen. Jo, viel Spaß, ne? Ist ein bisschen gefährlich, aber habe ich hinbekommen. Die Karia-Rüstung ist richtig gut, merke ich, gegen den. Voll die Magieverteidigung. Es wird bestimmt irgendwann mal ein Run kommen, wo der Drache mir richtig zum Verhängnis wird. Wo der so ein Ultra-Feueratem macht und ich bin einfach hops. Einfach tot. Der Run wird passieren. Aber nicht heute. Nicht heute, my friend. Falls sich irgendjemand fragen sollte, wieso ich zu Rani gehe. Für eine plus 10er Lilie und für das Karianische Siegel brauche ich beides. Boah, wäre ich fast wieder runtergefallen, ja, die scheiß Kamera. So, ich soll einen Schatz suchen. Vorher müssen wir einmal mit ihren Schergen sprechen. Das zum Glück nur noch Ichi und Seluvis. Dann müssen wir nochmal hoch. Dann geht es zurück nach Nokron. And it will be this doll still I look for. 10er Lilie, Nokron, Wald der Ahnen, let's go. Nein, nicht Wald der Ahnen. Was mache ich denn? Heilige Stätte der Nacht. Was mache ich denn hier?
gespannt, ob eine Level 1 Mimik mir da hilft beim Baumwächter. Na, das war ja clever, hier lang zu gehen. Wieder die Sniper rausgepackt. Boah, das war echt eine knappe Angelegenheit. Ein knappes Ding war das. Und Asche auf 1 ist da auch echt fast nutzlos. Ich hatte ein bisschen Glück, dass er den fast gar nicht getroffen hat. Die ist ja fast One-Hit. In Zukunft sollte ich die schon auf plus 4 machen. So weit, so gut. So weit, so gut. Boah, ich werde gleich bei Mogwin 10 Minuten oder so einsparen. So geil.
Bin heute wieder richtig cocky. Geh direkt runter. Boah, es war schon knapp. Angetäuscht. Das ist schlecht. Das war ein bisschen lucky, aber okay. Ein bisschen Luck gehört immer dazu. Ein bisschen Luck gehört immer dazu. Na klar. Wäre auch wieder witzig gewesen, wenn ich an dem Scheiß gestorben wäre. Jetzt wird Zeit eingespart. Und wie jetzt Zeit eingespart wird. Glaub's kaum. Scheiße. Müssen wir noch ein bisschen hin und her latschen, noch zwei Lilien kaufen. Und eine Achter kaufen. Ein Achterstein. Manchmal ein bisschen schwierig zu navigieren und zu laufen. Das ist ein bisschen doof. Und schade auch. Jetzt hole ich mir das blutige Ding da.
Dann geht zu Mokwin, dann wird Mokwin gekillt. Nee, oh Mann. Scheiß Wahnsinn. Dreiundzwanzigtausend RIP. Gar nicht RIP, die kann ich jetzt hier direkt wieder einsammeln. Lull. Das sollte ich immer so machen. Dann habe ich wieder ein bisschen Zeit verloren, aber das macht nichts. Dann weiß ich fürs nächste Mal, wie ich das mache. Lass mich einfach schnell von ihm da sterben, killen. Und jetzt geht schon zu Mokwin in den Palast. Geilo. Ich werde erst drücken, wenn ich Mokwin besiegt habe, würde ich sagen. Macht ja mehr Sinn. Ist auch immer random, wie die hier stehen, ne? Mal stehen die voll gut, mal stehen die echt scheiße. Dann lass mich nicht durch. Rennen. Hängt mir schon wieder einer am Arsch. Ja, noch so ein Schneller. Ne, ist weg, gut.
Wie gut komme ich jetzt an denen vorbei, ist wieder die Frage. Manchmal läuft's gut, manchmal läuft nicht gut, ja, man kann es nie sagen. Kann da echt nie sagen, ob es gut läuft oder nicht gut. Wichtig ist auch, dass da eine Typ hier nicht mit drauf kommt. Kommt da nicht. Sehr gut. Können wir direkt zum Mogwin rein. Wer den Trick immer noch nicht kennt, ich habe dazu auch ein YouTube-Video gemacht, das kommt nächste Woche online. Bisschen warten. Da weiß ich auch nicht so genau, wie lange man wartet. Ich versuche immer ein bisschen weniger zu warten. Aber ich will auch nicht zu wenig. Wenn ich zu wenig kann, kann ich ganz die scheiß Nummer machen. Will er nicht bluten? Ah, oh, geht doch. Goldener Fuß essen und drauf. Noch schnell eine Geißelilie 8 holen und den Halligbaum-Wappen-Talisman. Ach, das war nochmal eine 9er, gut zu wissen. Ich vergesse immer so ein bisschen, wo die Geißerlilien sind. Also hier muss man auf jeden Fall lang für den Halligbaum-Talisman, das weiß ich. Dann nochmal ein Stück zurück für die goldene Saat. Hier ist noch ein 9er. Der ist sehr wichtig für den Boss-End am Ende später.
Jetzt geht's zur Bestie. Auf jeden Fall habe ich jetzt den übelsten Angriff. Ich habe irgendwie über 50 Stärke. Ich bin so gespannt, wie viel Schaden das gleich macht. Bei der Bestie und auch da mit dem Bestienzahn. Es kann ganz wild werden. Ich bin immer noch verwirrt, wie krass mein erster Run gewesen sein muss. Er muss echt komplett Bastard gewesen sein. Hier ist nochmal ein Sechser, ne? Ich hatte hier wieder ein paar kleine Fehlerchen drin. Also im Wrongport habe ich nicht Surf First Try geschafft. Erst beim dritten Mal. Ein paar kleine Fehlerchen schon drin. Ich habe echt gedacht, ich bin so krass gut in der Zeit und jetzt bin ich schon wieder im Plus. Also ich habe bei den Bossen am Ende ein bisschen versagt, das weiß ich noch. Ich glaube, da werden nur meine besten Zeiten oder so angezeigt, ne?
Keine Ahnung, auf jeden Fall krass. Nochmal eine Sechser. Dann bin ich gleich da. Hä, wieso kann ich mein scheiß Pferd nicht rufen? So, Bestie First Try, ja oder nein? Das wird wichtig. Schaden ist insane. Oha, das war knapp. Scheiße, ich habe die Dunkelsteine nicht gekauft, ne? Ich muss nicht hier, ich muss zu Itchy. Nicht gut nachgedacht. Ich glaube, auf 44.000 reicht nicht, oder?
Ja, das hätte besser sein können. Sorry, ich bin gerade voll im Fokus. Flaschen, Aufladung hinzufügen. Ich bin gerade voll im Fokus, sorry. Erstmal, Joe, grüß dich. Schön, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Ey, das war überhaupt... Du hast wahrscheinlich meinen ersten, allerersten gesehen. Weißt du, wie schwer das für mich war? Weil das war auch der Run, wo ich alles gelernt habe. So, ich hatte gar keinen Plan, hab direkt gesagt, okay, mach ich ohne Karte. Jetzt mach ich sowieso immer ohne Karte. Aber den allerersten Run ohne Karte, das war so schwierig. Kannst du dir nicht vorstellen, aber schön, dass du hier bist. Ey, Nobunaga, es hat sowas von mit PvP geklappt. Das kann ich dir gar nicht sagen. Das war so geil. Es hat, das war so, so geil. Ich hab Ware direkt nach Godric gemacht. Und bin dann, während ich PvP gesucht habe, zum Altus-Plateau und habe da vier Saaten eingesammelt und so. Und habe auf dem Weg dahin, habe ich drei PvP-Leute gefunden. Das war so geil, das war so gut. Besser hätte es echt nicht laufen können. Und der Run ist auch ultra gut. Da steht zwar Plus, aber ich werde später noch so viel Zeit aufholen. Ich bin so zufrieden mit dem Run. Der ist so gut bisher. Ja, auf dass ich jetzt schwer bin, da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Auch dass ich das Ding nicht mehr brauche. Ich bin echt sehr unvorbereitet hier reingegangen. Ja. Weil ich mit dem Joe gequatscht habe. Alles der Joe schuld. Sag es dir. So. Ein paar ordentliche Tipps gibt es manchmal, du gibst immer sehr gute Tipps. Gibt es immer sehr, sehr gute Tipps. Guck mal, ich habe schon wieder Zeit gespart. So, jetzt brauche ich hier die Geisterlinien 5, 6, 7. Und dann geht's ab zu den Götterskalpen. Nobunaga, soll ich ein paar Level in Kondition stecken, damit ich meine Rüstung tragen kann? Oder weiter alles in Stärke ballern? Alles gut, Joe. Ach, das ist eine Vierer. Scheiße, wo war denn die Fünfer? Ah ja, vorne bei den Items war die 5er. Ein paar Level Kondi wären gut, ne? Ja, denke ich auch. Mehr Angriff am Stück. Ja, meistens ist der FP, was mich da ein bisschen ausbremst, ne? Und nicht die Kondition. Die Kondition geht eigentlich immer klar. Aber ich habe schon über 50 Stärke.
Auf Kraft bin ich gar nicht mehr gegangen, nur noch auf Stärke. Ich hoffe so sehr, dass Götterskalpen ein First Try sind. Ah, muss. Muss einfach. Alle Bosse müssen jetzt First Try sein. Ja, mich fast schon wieder getroffen hätte. Unglaublich. Ja, ein bisschen Rüstung, ne? Hä? Geh weg! Ja, scheiße. Nicht so viel gebracht, leider. Summermeg plus 10, geh drauf. Mach sie fertig. Ich mache auf jeden Fall schon mal mehr Schaden jetzt mit so viel Stärke. Geh nicht auf mich! Was denn mit meiner Mimik passiert? Hä, ist sie nicht auf plus 10? Ey, was ist mit meiner Mimik passiert? Ja, auch noch den Falschen gemacht.
Ja, es war echt, weil ich keine Rüstung an hatte. Hat die Mimik so viel Schaden bekommen. Ja, man lernt, ne? Man lernt ja nie aus. Dass das so viel ausmacht, hätte ich nicht gedacht. Zwei scheiß Rüstungsteile. Unglaublich. Immer noch große Last. Das ist ganz schlecht jetzt für den Weg. Zwitsch ein paar Rüstungsteile. Ne, das geht schon. Mich hat so gewundert, dass es bei der Mimik so krass viel ausmacht. Aber klar, wenn die Mimik die ganze Zeit dann getroffen wird, ist natürlich nicht gut, ne? Scheiße, ey. Und ich hatte echt gedacht, dass ich es dann auch noch alleine irgendwie schaffe. Ich habe mich richtig angestrengt, ja. Hab's leider nicht gebacken bekommen. Hätte ich mal ein bisschen mehr FP gehabt, hätte ich es vielleicht geschafft. Ja, wieder was gelernt, das stimmt. Damit habe ich nicht gerechnet. Nimm die Waffe ab, ja, zwei hätte, denke ich, ja, mach ich. Guck mal, heute komme ich hier wieder durch ohne Probleme. Was ist das denn? Ja, zu früh gefreut. Wo waren wir das letzte Mal? 2 Stunden 40 In-Game-Time, ne? Das gilt es zu schlagen. Na klar trifft mich das. Alter, ich habe auch kein Glück.
Genau hier bin ich letztes Mal auch zweimal gestorben. Ja, ich bin so sauer. Der Run war so geil, Mann. Der Run war wirklich so schweinegeil. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass man entweder, dass man mal übel easy durchkommt und mal gar nicht. Und seit wann ich da dieses Problem habe, an dieser einen Stelle da, das weiß ich auch nicht, ja. Das ist ja übel nervig. Ich bin da gesprungen! Ey, ich gehe wirklich kaputt hier mit dieser Scheiße. Wieder zweimal auf dem Weg dahin gestorben, wie beim letzten Mal. Das kann doch nicht sein. Ich will einfach mal einen geilen Run haben. Der Schaden ist aber brutal, ne? Der Schaden ist viel höher jetzt mit der Stärke. What the fuck? Wir wissen nicht, wie viel Kondition ich brauche, damit ich das hier alles tragen kann. Jetzt kann ich es tragen. Mit wie viel? 24 Kondition brauche ich, merken. 24 Kondition.
Dann darf ich am Anfang nicht komplett Full Power Attack gehen. Erst 24 Konditionen und dann Full Attack. Ich glaube, bei Ingame bin ich immer noch übel schnell. Ich bin erst bei 2 Stunden 10. Immer noch übel. Wenn ich jetzt alles First Try schaffe, 2 Stunden 20 so, das wäre übel gut. Es wäre 20 Minuten schneller. Obwohl ich gerade wieder zweimal gestorben bin, richtig dumm, und Götterskalpen gestorben bin. Wäre es trotzdem übel gut. Vor allem das PvP-Ding rettet mir jetzt halt immer den Arsch, ne? Das ging echt so gut. Gefühlt kann ich das jetzt immer so machen. Ach, Nobunaga, weil du gerade da bist. Du musst auf Discord noch den Daumen nach oben drücken, damit du beim Mario Kart Turnier einen Platz hast. Um Discord bei Stream-Ankündigung. Da musst du einmal den Daumen nach oben machen. Jo, mach das. Tausend fehlen wieder. Traurig. So, First Try Godfrey auch. Ja, natürlich bombastisch. Ich glaube aber, wenn alles perfekt läuft, könnte ich in Game-Zeit unter 2 Stunden kommen, ganz knapp. Ich glaube echt, dass es möglich ist. Alter, hol ich Schaden rein. Das hat aber ganz knapp geklappt.
61 Stärke, let's go. Jetzt kommt's drauf an. Wenn ich den First Try schaffe, Bestzeit. First Try, Bestzeit. Insgesamt sogar. Der Schaden ist insane. Hat er mich gerade ge-one-hitted? Der hat mir One-Hit gegeben. Lol. Ey, der hatte ein HP. Der hatte ein HP. Es war klar, dass ich wieder so ein Lacker bin. Ich lack wieder richtig rein. Diesmal nicht, my friend. Weg. Ich muss mich nicht einmal heilen. Ich habe nicht mehr viel FP. Ey, was ist mit meiner Trainer eigentlich los, dass sie so schnell stirbt? No risk, no fun. Fuck. Komm, ein Schlag noch. Bitte gib mir doch noch einen Schlag. Time. 2:30. In-game 2:19.
2 Stunden 19 in-game. Dieser eine Hit, Alter, der war so wichtig. Ich wäre fast wieder gestorben. Und was meine Mimik da auch schon wieder gemacht hat, ist bodenlos. So, das hier nämlich mein Personal Best. Und so ist es 2,30, 22 Minuten schneller als beim letzten Mal. P und packt je nach Level Multiplikator drauf. Neuer Rekord, ja. Siehst du ja da. Insgesamt 22 Minuten schneller. Und in-game siehst du ja auch 22 Minuten schneller. Das letzte Mal war ich 2 Stunden 40, jetzt bin ich 2 Stunden 20. Die Mimik nimmt wohl deine HP und packt je nach Level Multiplikator drauf. Also je nach Level der Mimik. Ah, das heißt, wenn ich weniger Leben habe, hat die auch weniger Leben. Scheiße. Deswegen hat die immer so krass überlebt und dieses Mal nicht. Da muss man natürlich einen perfekten Spagat machen zwischen wie viel Schaden brauche ich und wie viel Leben brauche ich, ne? Weil es ist mir jetzt gerade eben, also auch bei den Götterskeleten und jetzt auch Elden Beast und Godfrey, die ist ja voll schnell gestorben, ne? Aber das ist gut zu wissen. Ich hatte echt wenig Leben diesen Run. Ich hatte nur 35 auf Kraft. Das ist ja nichts.